Wir kommen heute zum Thema Prädikatenlogik. Bitte Ruhe, ich fange mit dem Stoff an. Prädikatenlogik. Die Prädikatenlogik, abgekürzt PL. Die Prädikatenlogik untergliedert, wie ich schon erläutert habe am Anfang der Vorlesung, die Sätze bzw. Aussagen noch weiter in Bestandteile. Und zwar die folgenden zwei wichtigen Bestandteile sind einerseits Prädikate. Ja, und bei den Prädikaten gibt es also zum einen die einstelligen Prädikate die stehen also für Eigenschaften. Das geht sich nicht aus. Zum Beispiel, f von x für x ist. Oder sie stehen zum Beispiel für Arten oder Merkmale. Also beispielsweise f von x für x ist ein Mensch. Ne? Also, oder f von x für x ist rot, also Eigenschaften wäre zum Beispiel rot, blau oder rot, groß und Artbegriffe zum Beispiel ist ein Mensch und so weiter oder ist ein Tiger, ist ein Tisch. Und die Symbole, die wir für in der Prädikatenlogik für einstellige Prädikate verwenden, sind also diese Buchstaben beginnend mit F, F, G. Also wir werden später bei den Symbolen uns noch mehr Flexibilität erlauben, aber zunächst mal, so wie es in der Literatur üblich ist, F, G für einstellige Prädikate oder auch indiziert F1, F2 oder auch optional mit oberen Index, der drückt dann die Stellenzahl aus. Oft, gelegentlich werden wir einfach mit dem oberen Index die Stellenzahl ausdrücken. Ja. Das sind die einstelligen Prädikate. Dann gibt es mehrstellige Prädikate. Und die stehen für Relationen. Die stehen für Relationen. Zum Beispiel zweistellige Prädikate stehen für zweistellige Relationen. Also etwa RXY steht für X ist Bruder von Y. Ne? Ja. Und mehrstellige Relationen bezeichnet man üblicherweise mit dem Buchstaben R, beginnen mit R, Q, eventuell wieder unten indiziert, also wenn uns die Buchstaben ausgehen, verwenden wir also untere Indizes, so wie bei den Aussagevariablen, R1, R2, oder eben, wir können auch die obere Stellenzahl hinzufügen, ja. Zum Beispiel Stellenzahl. Wenn da oben ein Zweier steht, dann heißt das, dieses Prädikat hat unbedingt
ist festgelegt auf die Stellenzahl 2. Ja? Weil es kann ja sein, dass dasselbe Prädikat ein Buchstabe einmal als zweistellig, einmal als dreistellig verwendet wird. Das ist optional. Gut. Und dann die dritte wichtige Art von neuen Zeichen sind die Individuenkonstanten. Individuenkonstanten. Und die Individuenkonstanten, die entstehen für Einzeldinge. Die stehen für Einzeldinge. Die stehen immer für Einzeldinge. Ja? Ich werde es hier noch ein bisschen anders hinschreiben. Ja. Und für die Individuenkonstanten schreibt man in der Prädikatenlogik die Kleinbuchstaben A. Also hier, A, B. A, B. Oder auch indiziert A1, A2 und so weiter. Ja? Das sind mal die wichtigsten Grundzeichen der Prädikatenlogik. Und zwar sind das die sogenannten nicht-logischen Zeichen oder nicht, es geht gerade, dass ich es da noch hinkriege, ja? Die sogenannten nicht-logischen Symbole, ne? Oder Zeichen sind das hier, ja? Die da und die da. Das sind die nicht-logischen Symbole der Prädikatenlogik. Die logischen, die kommen noch. Also, und was hat es jetzt damit auf sich? Wenn Sie was nicht lesen können, fragen Sie. Also damit hat es Folgendes auf sich. Ich habe schon gesagt, die natürliche Grammatik unterscheidet sprachliche Ausdrucksformen manchmal nach Inhalt, manchmal nach Konvention. Die Logik unterscheidet nur ganz semantisch grundlegende Arten von Ausdrücken und das ist hier ein absolut grundlegender Unterschied hier, der hier für die Ontologie grundlegend zum Ausdruck kommt, nämlich Prädikate und Individuenkonstanten. Was ist das? Also Prädikate drücken generische Entitäten aus und Individuenkonstanten drücken eben individuelle Entitäten aus. Also generische Entitäten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht nur an einer Stelle irgendwo existieren, sondern die können mehrfach exemplifiziert sein. Ja? Tisch ist ein generischer, oder Stuhl ist eine generische Entität, ist hier exemplifiziert, hier, da hinten und ja. Tisch ist eine generische Entität hier und hier, aber dieser Tisch, den gibt es nur einmal, das ist ein Einzelding. Mich gibt es nur einmal, ja. Aber Mensch ist eine generische Entität, ausgedrückt durch ein Prädikat, gibt es ziemlich, ist mehrfach exemplifiziert. Ja? Das ist hier der Unterschied. Also Einzeldinge können natürlich auch komplex sein. Einzeldinge kann zum Beispiel sein, Düsseldorf ist ein Einzelding, ja. Oder Peter, ja? Düsseldorf ist ein komplexes Einzelding. Peter ist auch ein komplexes Einzelding. Aber nicht ganz so komplex wie Düsseldorf, ja? Dieses Elektron ist auch ein Einzelding. Das ist relativ einfach aufgebaut. Das besteht nur aus, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aus wie viel Quarks oder überhaupt, nee, das ist kein Quark. Einfach, ganz einfach aufgebaut, ein Elektron.
Das ist sogar ganz einfach aufgebaut. Das sind alles Einzeldinge. Ja? Aber Elektron ist eine generische Entität. Das ist eine fundamentale Unterscheidung, die in der Philosophie seit dem Mittelalter die Philosophie und die Ontologie beschäftigt, weil Einzeldinge existieren ja konkret in Raum und Zeit, dieser Tisch, aber die Tischheit an sich, ja, ist ja ein Merkmal, das existiert als solches nicht irgendwo speziell in Raum und Zeit. Einige haben gesagt, diese Universalien, wie sie auch genannt haben, die existieren in einer platonischen Welt. Andere sagen, die bestehen in Form von Dispositionen, wie auch immer. Darüber gibt es die ontologischen Kontroversen. Okay. Die logischen Zeichen der Prädikatenlogik sind ja nicht wie in der Aussagenlogik atomare Sätze. In der Aussagenlogik waren die elementaren nicht-logischen Zeichen die Aussagevariablen. Ja? Aber jetzt, jetzt gehen wir unter die Ebene der Sätze. Jetzt sind die primitiven nicht-logischen Zeichen Prädikate und Individuenkonstanten. Ja? Das sind keine Sätze. Ein Prädikat ist kein Satz. Ja? Ist rot ist kein Satz, sondern nur Ihr Pullover ist rot. Und ist ein Tisch ist auch kein Satz, sondern das ist ein Tisch ist ein Satz. Und die grundlegende satzbildende Operation ist die Prädikation. Die Prädikation. Das ist die Operation, wo dieses grundlegende Wörtchen ist hineinkommt, dieses Sein, was so viele Philosophen wie Heidegger oder andere beschäftigt hat, was ist das Ist, was ist das Sein, ja? Für die Logik ist das Sein, das Ist, das Wesen des Ist, ist einfach die Prädikation. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt das Prädikat Mensch anwende auf Peter, dann nennt man das die Prädikation. Und wenn jetzt zum Beispiel steht A für Peter, ja, und Fx für X ist ein Mensch, dann steht jetzt FA einfach für den Satz, Peter ist ein Mensch. Das ist die Prädikation. Also das Wesen des Wörtchens ist, ja, Peter ist klar, aber was ist das Ist? Ja, haben sich Philosophen den Kopf zerbrochen? Ist das, was für Entität ist das Sein? Das ist keine Entität, das ist einfach der Vorgang der Prädikation. In der Logik taucht das Ist gar nicht mehr auf. Das Ist besteht einfach darin, dass das Prädikat F auf das Individuum A angewandt wurde. Ja? Sie können das auch, also das ist so, wie wenn Sie sagen, zum Beispiel, Sie wenden zum Beispiel eine Funktion auf was an. Zum Beispiel Vater von Fritz, ja, dann haben Sie, ist gleich Franz, ja, dann haben Sie eine Funktion angewandt auf Fritz. Die Anwendung einer Funktion erzeugt Ihnen ein anderes Individuum, aber in dem Fall wenden Sie, das ist also die grundlegende Einsicht eben der Grammatik, ein Prädikat auf ein Individuum an und erzeugen damit einen Satz, ja. Das ist also, die Prädikation ist gleich die satzbildende Operation. Die grundlegende satzbildende Operation. Die erzeugt aus Nichtsätzen Sätze. Ja, und zwar nennt man diesen Satz dann einen atomaren Satz. Ja? Einen atomaren Satz, der ist logisch nicht weiter zerlegbar. Er besteht aus dem Prädikat und den Individuen. Genau. Irgendwelche Fragen soweit? Ne, alles klar?
Okay. Das ist jetzt ein Satz, der mit einem einstelligen Prädikat gebildet wurde. Ja? Wir können aber auch Sätze formen, die mit mehrstelligen Prädikaten gebildet werden. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, RXY steht für, X ist Bruder von Y. Ja? Und A steht schon mal hier für Peter, jetzt haben wir, P steht jetzt für Paul. Dann steht der Satz RAB für Peter ist Bruder von Paul. Also das wäre jetzt ein Satz, der mit einem zweistelligen Prädikat gebildet wird, ja? Also diese Stellenzahl ist optional, ja? Wir können sie weglassen, wir können sie auch dazu schreiben im Folgenden, nur dass Sie das wissen, ich könnte jetzt auch die Stellenzahl da hinschreiben. Aber wenn die Stellenzahl nicht dabei steht, dann lesen wir das immer als so vielstellig, wie Individuenkonstanten danach folgen oder solche Individuenvariablen. Ja? Wir lesen das immer als so vielstellig, wie Individuenvariablen danach stehen, wenn keine Stellenzahl explizit als oberer Index dabei steht. Ich habe hier auch schon implizit immer was eingeführt, was ich jetzt als erstes mal nochmal erkläre. Individuenvariablen, im Gegensatz zu Individuenkonstanten, Individuenvariablen, also XY, sind sowas wie Platzhalter für beliebige Individuen, ja, beziehungsweise Individuenkonstanten. Platzhalter für beliebige Individuenkonstanten, die fungieren sowas wie Platzhalter. Und ich werde dazu später noch mehr dazu sagen. Ich brauche die hier in der Übersetzung, weil RXY, da steht es, X bedeutet kein bestimmtes Individuum, wie zum Beispiel Peter oder Paul. Das heißt nur, RX steht in der Relation R zu Y, hat die Bedeutung, X ist Bruder von Y. Für beliebige Individuen X und Y, das soll es ausdrücken. Ja? Und wenn ich wenn ich jetzt für B Paul setze und für A Peter, dann steht RAB ist dann ein Satz. Peter ist Bruder von Paul, das ist ein Satz. Aber X ist Bruder von Y ist kein Satz. Dass X Bruder von Y ist, das ist kein Satz. Das nennen wir später mal, nennen wir das auch offene Formel. Ja, X ist Bruder von Y, das nennen wir später dann eine offene Formel. Ja? Und das ist natürlich, das ist ein Satz oder eine Aussage. Ja? Also ein Satz, der wahr oder falsch sein kann. Peter ist Bruder von Paul, aber X ist Bruder von Y, kann nicht wahr oder falsch sein, weil es hat ja keine Bedeutung, keine klare. Weil nicht klar ist, was X und Y heißt. Das sind sozusagen nur syntaktische Konstrukte. Mit offenen Formeln drückt man einfach Prädikate aus. Und warum braucht man so die offenen Formeln, um Prädikate auszudrücken? Weil ein Prädikat im logischen Sinn eben nicht nur ein Zeitwort bezeichnet oder ein Verb, sondern die gesamte Verbalphrase. Das, was in der Linguistik die gesamte Verbalphrase genannt wird, entspricht einem Prädikat. Sie müssen also auch noch die ganzen sozusagen Umstandsworte und Präpositionen und alles Grammatische, was dazugehört, mit, zu, von, dazu schreiben und mit den Stellenzahlen XY versehen, damit die Struktur eines mehrstelligen Prädikates klar ist. Bei einstelligen Prädikaten könnte ich hinschreiben, F bedeutet Mensch. Ne? Wenn ich da oben noch den Einser hinschreibe, dann könnte ich das vergessen. Aber schon bei Bruder ist das schwierig, weil ich muss ja hinschreiben, X ist Bruder von Y und nicht Y ist Bruder von X. Dass
dass das Prädikat Bruder symmetrisch ist, liegt ja nur an der Natur der Bruderrelation. Stimmt ja gar nicht. Ist ja nicht einmal symmetrisch. Wenn x Bruder von y ist, muss deswegen nicht y Bruder von x sein, richtig? Bitte? Nein. Peter ist Bruder von Anna, deswegen ist Anna nicht Bruder von Peter, sondern Schwester, oder? Das ist mir auch eben erst eingefallen, ja? Die Bruderrelation ist auch nicht symmetrisch, ja? Also deswegen müssen Sie schon hier, können Sie ein Prädikat, Sie können gar nicht hinschreiben, R steht für Bruder, sondern Sie müssen hinschreiben, wie Sie die Stellen des Argumentes verwenden. Ne? Man nennt übrigens gleich als Information, in diesem RXY nennt man also X und Y auch die Stellen oder die Argumente des Prädikats. Des Prädikats, ja, des Prädikates RXY. Ne? Und wenn Sie wollen, also das ist zwar nicht die offizielle Notation, aber wir haben ja in der Aussagenlogik uns dann auch einige Konventionen geleistet. Sie können das natürlich auch mit Klammern hinschreiben. Wir werden es immer so hinschreiben, aber so wird es vielleicht noch deutlicher, dass hier ein Prädikat angewandt wird auf zwei Argumentstellen. Ne? Und um das Prädikat vollwertig wiederzugeben, die gesamte Verbalphrase, braucht man eben diese Individuenvariablen als Platzhalter für beliebige Individuenkonstanten. Das wird dann noch deutlicher, wenn wir als letztes Beispiel zum Beispiel jetzt dreistellige Prädikate auch rekonstruieren. Zum Beispiel gehen als dreistelliges Prädikat. G, X, Y, Z stehe für X geht mit Y zu Z. G, X, Y, Z, X geht mit Y zu Z. Jetzt sagen wir, C steht jetzt auch noch für Anna. Dann wäre jetzt der entsprechende Satz G, A, B, C. Der Satz, Peter geht mit Paul zu Anna. Ne? So funktioniert das in der Prädikatenlogik. Also auch in der allgemeinen Sprachwissenschaft und Linguistik wird das dann auch so wiedergegeben, nur dass man in der Linguistik dann auch noch mehr dazu sagt, dann bezeichnet man dann hier sozusagen das als ein komplexes Prädikat, also irgendein Prädikat, und das sind die Slots auch, und dann kann man auch noch für jeden Slot semantische Marker, also semantische Spezifikationen auch machen, zum Beispiel sagen, ja, in G, X, Y, Z, Z kann ein Individuum sein, eine Person, ein Lebewesen sein, aber auch irgendein Ort, eine Ortsbezeichnung, A muss unbedingt ein Lebewesen sein, ja, und X, ne? Und Y kann Lebewesen sein, kann aber auch ein Objekt sein, was die Person mit sich führt, ne? Also das so Sachen würde man dann in der Linguistik noch dazu sagen, in der Logik lässt man das weg. Aber die Grundstruktur ist genau die. Ja? Genau die. Da war eine Frage? Die? Ja. Ja, und wie könnte ich das kennzeichnen, wenn ich sagen würde, A geht zu B und C? Ja. Genau, also wenn ich das Prädikat so hinschreibe, dann werde ich es sinnvollerweise jetzt eventuell schon mal sagen, G ist hier natürlich als dreistelliges, das ist das Prädikat G3. Ich kann jetzt zum Beispiel auch das Prädikat G2 formen und kann sagen, GXY steht für X geht zu Y. Ja? Das wäre jetzt ein anderes Prädikat, das zwar mit dem Zeitwort gehen gebildet wird. Und wie diese beiden Prädikate dann auch noch zusammenhängen, das ist dann auch schon höherwertige Logik. Aber in der einfachen Prädikatenlogik ist das einfach das Gehen als dreistelliges und das Gehen als zweistelliges Prädikat. Ne? Da wird die Stellenzahl schon interessanter. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, Sie wollten jetzt sagen, Peter geht zu Paul und zu Anna, ne? Dann wäre das zum Beispiel, aber das ist jetzt schon repräsentieren, das machen wir erst nächste oder übernächste Stunde, GAB und GAC. Das ist eine aussagenlogische Konjunktion von zwei Atomsätzen bereits. Peter geht zu Paul und Peter geht zu Anna.
Also die Aussagenlogik kommt dann natürlich als nächsten Schritt erstmal drüber. Wir haben jetzt erstmal die Atomsätze eingeführt, aber die können wir natürlich dann aussagenlogisch im nächsten Schritt, ne, können wir dann natürlich alle möglichen aussagenlogischen Kombinationen von Atomsätzen bilden. Das war jetzt Ihre Frage. Und das sind erstmal diese grundlegenden Atomsätze in der Aussagenlogik. Weitere Fragen? Später mal. Okay. Zeit. Keine. Okay, dann kommt der nächste Punkt. Logische Zeichen der PL. Also die logischen Zeichen der Prädikatenlogik umfassen erstmal die Aussagenlogik. Ja? Also die gesamte Aussagenlogik sozusagen ist auch Teil der Prädikatenlogik. Da waren wir jetzt hier schon. Wir können jetzt sozusagen Atomsätze mit Aussagenlogik verbinden. Ja? Zum Beispiel FA und GAB wäre so ein Satz. Oder nicht FA, Pfeil, GABC und so weiter. Ja? Äußeren Klammern können wir weglassen. Ja? Also die gesamte Aussagenlogik können wir jetzt natürlich auf Atomsätze FA und GB, Pfeil, nicht HC und so weiter. Ja? Also die gesamte Aussagenlogik können wir jetzt auf die so gebildeten Atomsätze anwenden. Und Sie müssen sich vorstellen, dass diese Atomsätze sozusagen dementsprechen, was in der Aussagenlogik diese Aussagevariablen waren. Ne? Die Aussagevariablen haben jetzt eben eine Struktur. Ne? Wenn das P ist, dann wäre das nicht P und so weiter. Ja? Die Aussagenvariablen haben jetzt noch eine zusätzliche Struktur bekommen und dadurch werden wir spezifische prädikatenlogische Schlüsse, dann logisch gültige prädikatenlogische Schlüsse haben, die man in der Aussagenlogik nicht mehr wiedergeben kann. Also das ist mal der Punkt 1. Aber es gibt darüber hinaus jetzt die neuen logischen Symbole der Prädikatenlogik. Die logischen Symbole der Prädikatenlogik, die es in der Aussagenlogik nicht gibt. Und das sind folgende. Ich schreibe sie dir einfach an. Für alle, der Allquantor. Ja. Das ist der Existenzquantor. Das ist also das umgekehrte A, respektive das umgekehrte E. Und dann die Individuenvariablen. Vielen Dank, ja. Das lassen wir noch. Das lassen wir noch. XY oder X1, X2. Genau. Die Individuenvariablen sind auch logische Zeichen, weil, wir haben ja schon gesehen, die bedeuten nichts. Das sind ja nur Platzhalter. Also in der Übersetzungslegende waren sie Platzhalter. Und im Zusammenhang mit Quantoren, das erkläre ich jetzt gleich, wie das funktioniert. Ja? Es funktioniert so. Also die beiden immer mit, die treten immer mit der Individuenvariable auf. Ja? Die Existenzquantoren treten immer im Zusammenhang mit der Individuenvariable auf. Und es gibt ein XFX, das ist die grundlegende Struktur eines Existenzsatzes. Das schaut so aus. Es gibt ein XFX
und es ist zu le- also es tritt der Quantor immer mit der gebundenen Variable zusammen auf. Und es ist so zu lesen, es gibt ein x, also es gibt mindestens, ja, es gibt mindestens ein x, es gibt ein x, das ein f ist. Das ist also dieser Satz. Bitte nicht so laut reden. Also wenn jetzt zum Beispiel fx steht für x ist vollkommen, x ist vollkommen, es gibt, ist wäre die Kurzform, es gibt vollkommene Dinge. Dinge im Sinn von, philosophischen Sinn von Ding als Entität, ja, nicht Ding als nicht lebendes Ding, Entität, Gegenstände, Individuen. Ding steht immer so viel wie Individuen. Also Einzeldinge eben, wie zum Beispiel ich bin auch so ein Einzelding. So funktionieren die Quantoren. Ne? Und analog für den Allquantor. Für alle x, fx steht für, also logisch zu lesen, als für alle x gilt, x ist f, zum Beispiel mit f steht fx für, also wieder, alles ist vollkommen, wie vorhin, alles ist vollkommen. Ne? Ja. Man sagt es auch folgendes, wenn wir jetzt nochmal die Aussage zum Beispiel, es gibt ja nichts fx betrachten, also es kann jetzt auch alle x sein, aber hier drüben, also es gibt ja nichts fx, ne? Einige Dinge sind f's, oder es gibt f's, ja, kann man auch, also hier, es gibt vollkommene Dinge, es gibt f's, ja, hier kann man auch sagen, es gibt f's, ne? Kurzform in der natürlichen Sprache, es gibt Fs. Und hier alles ist F, ja. Kurzform einfach. Schreibe ich nochmal auf. Alles ist F. Die natürliche Sprache hat ja für alles Kurzformen. Aber jetzt die logische Analyse. Es kommt noch ein wichtiger Punkt, den ich noch... auf den ich noch zurückkommen werde später. Also in dieser Formel sagt man, dass dieser Quantor, der ja immer mit der Variable x gemeinsam auftritt, dieser Quantor bindet diese Variable. Also man sagt, der Quantorausdruck, also, oder der Quantor, es gibt ja nichts x, ja, bindet die Individuenvariable, das kürze ich jetzt ab, die IV, x im Ausdruck, es gibt ein xfx. Ja. Ja. Also man spricht auch von einer gebundenen, das ist, dieses x hier ist eine gebundene Individuenvariable. Ja. Und wann immer die Individuenvariablen in einem Ausdruck gebunden sind oder ein Quantor, dann ist das ein Satz. Dann hat das eine bestimmte Bedeutung. Also x ist ein Mensch, hat keine bestimmte Bedeutung. Aber es gibt ein x, das ein Mensch ist, ist bereits ein Satz, hat die Bedeutung, es gibt Menschen. Da ist das x jetzt gebunden, quantifiziert. Ja? Mit dem x ist, über das x ist was gesagt worden. Es ist nicht gesagt worden, x ist Beta, es ist gesagt worden, es gibt so ein x. Ja.
Während, wenn man so einen Ausdruck hat, ohne Quantor, fx, wie zum Beispiel, jetzt wo wir gesagt haben, fx steht für x ist ein Mensch. Ja? Und in der Logik werden wir solche Ausdrücke als Hilfsausdrücke einfach verwenden. Solche Ausdrücke nennt man auch offene Formeln. Das ist eine offene Formel. Und man sagt darin, eine freie Individuenvariable. Das ist eine freie Individuenvariable. Wenn die nicht gebunden ist, also frei heißt so viel wie, ist gleich ungebunden. Also wenn die Individuenvariable frei ist, ungebunden ist, dann nennt man sie auch frei. Und dann ist dieser Ausdruck eben eine offene Formel, aber keine Aussage. Ja? Das ist nur eine offene Formel, aber keine Aussage. Das ist nur ein Hilfsmittel, um sozusagen quantifizierte Ausdrücke zu bilden, braucht man offene Formel. Was ist eine offene Formel? Eine offene Formel ist nichts als ein Prädikat. Ja? Eine offene Formel ist nichts anderes, sondern ein Prädikat. Ja? Das kann ein komplexes Prädikat sein, aber eine offene Formel ist letztlich ein einfaches oder komplexes Prädikat. Ja? Also zum Beispiel fx und gx ist auch eine offene Formel, aber es ist ein komplexes Merkmal, das Merkmal f und g. Aber diese offenen Formeln, das sind eben keine Sätze, weil x ist Mensch, man weiß nicht, worüber das x geht, das sind eben, so drückt man eben einfache oder komplexe Merkmale aus durch offene Formeln. Nur so viel noch zum Unterschied zwischen dem Begriff der freien Individuenvariable und der gebundenen Individuenvariable und damit zusammenhängend der offenen Formel, respektive des Satzes. Darauf komme ich noch zu sprechen, was das in der Logik noch für Bewandtnis hat. Wozu man das braucht, werden Sie jetzt später sehen. Jetzt nur zur Unterscheidung. Also in den Übersetzungen, wo wir gesagt haben, fx steht für x ist ein Mensch, da war das eine offene Formel und in dem Satz, es gibt ein x, fx, da ist es eine geschlossene Formel, sagt man dann auch, also eine Aussage und die Individuenvariable ist da gebunden, die ist hier, sie gebunden. Ja? Und genauso ist die Individuenvariable hier gebunden. Okay. Das ist auch der Unterschied, in dem ich jetzt von dem anderen, von der bisherigen Version des Skriptums jetzt abweiche, indem ich das so erkläre. Okay. Fragen bisher? Das war jetzt abstrakt, jetzt wird es wieder konkret. Die vier wichtigsten quantifizierten Aussagen. Der PL. Das kommt jetzt. Die vier wichtigsten quantifizierten Aussagen der Prädikatenlogik. Das kommt jetzt. Nichts mehr. Die kommen jetzt. Wie gesagt, ich gebe jetzt sowieso, wie Sie sehen, einfach erstmal eine Einführung in die Prädikatenlogik, bevor ich systematisch beginne, die Sprache einzuführen mit den Formregeln und den Konstruktionsbäumen. Das kommt erst das nächste Mal. Es wird jetzt erstmal nur eingeführt, was überhaupt die Sache ist in der Prädikatenlogik. Ne? Und ja, wenn wir jetzt die vier wichtigsten Aussagen besprechen, dann machen wir das so. Der erste Aussagetyp ist der, für alle x, wenn fx, dann gx. Das ist eine Allimplikation. Dann schreibe ich Ihnen hier auf, wie das logisch genau zu lesen ist. Für alle x gilt, Doppelpunkt, wenn fx, dann gx, ne? So ist das zu lesen. Und dann schreibe ich Ihnen hier daneben noch, wenn Sie annehmen, fx steht für x ist ein Mensch,
GX steht für X ist sterblich. Ja, das sei jetzt unsere Übersetzung. Dann steht das für alle Menschen sind sterblich. Das ist immer der erste Typ von Aussage. Die Allimplikation. Die Allimplikation. Die Allimplikation ist es. Okay. Die nächste wichtige Aussage ist die Existenzkonjunktion. Nämlich ein Satz der Form, es gibt ein x, so das gilt, fx und gx. Existenzkonjunktion. No, das geht sich ja gar nicht aus. Existenzkonjunktion. Existenzkonjunktion, das nenne ich auch die 1 und das ist die 2. Und hier ist die Bedeutung, es gibt ein x, also es gibt mindestens ein x, es kann auch mehrere geben, es gibt, es gibt mindestens ein x, für das gilt, Doppelpunkt, fx und gx. Ja? Das ist die Existenzkonjunktion. Es gibt mindestens ein x, für das gilt fx und gx. So ist es logisch zu lesen. Und die entsprechende natursprachliche Ausdrucksweise heißt einfach, einige Fs sind Gs. Ja? Einige Menschen, sind sterblich. Hier alle Fs sind Gs, ne? Und hier einige Fs sind Gs. Ja? Ich kann das hier nochmal hinschreiben. Einige Fs sind Gs. Einige Fs sind Gs. So kann man das auch kurz hinschreiben. Weil es ist ja verschieden. Für manche Leute ist es leichter, logisch zu denken und für manche Leute ist es leichter, mehr in der natürlichen Sprache zu bleiben. Ne? Dass alle Menschen sind sterblich, dass, oder alle Fs sind Gs. Ne? Alle Fs sind Gs. Soweit klar, ne? Frage, warum sind die wichtigsten Allaussagen Implikationen und die wichtigsten Existenzsätze Konjunktionen? Kann mir das wer sagen? Warum ist das so? Warum sind die Allkonjunktionen nicht auch wichtig oder die Existenzimplikationen? Weiß niemand. Denkt mal scharf nach. Können Sie mir eine wahre Allkonjunktion sagen? Ja? Alle Menschen sind sterblich. Nein, nein, nein.
eine Allkonjunktion wäre, alles ist alle Gegenstände sind Menschen und sind sterblich. Das wäre eine Allkonjunktion. Oder alles, was existiert, ist ein Mensch. Oder alles, was existiert, ist... Ja? Sie? Sie wollen was sagen? Ja? Ich wollte sagen, einige Menschen sind frisch. Ja, das wäre aber eine Existenzkonjunktion. Ich frage ja, warum gibt es so wenig Allkonjunktionen? Genau, genau. Weil es fast keine Merkmale gibt, die auf alle Gegenstände zutreffen. Ja? Aber es gibt keine einfachen, keine kategorischen Merkmale gibt, die auf alle Gegenstände zutreffen. Ne? Aber es gibt viele konditionale Menschen. Wenn für alle X gilt, wenn es ein Vogel ist, dann kann es fliegen. Ja? Es gibt einfach verschiedene Gegenstände und das, was man verallgemeinern kann, sind immer nur Wenn-Dann-Aussagen. Ja? Während die Existenzaussagen, die sagen, was es alles gibt. Ne? So funktioniert die gesamte Wissenschaft. Zum Beispiel in der Datateilchenphysik, ja, es gibt Protonen, Positronen, es gibt Elektronen, es gibt Protonen, es gibt Neutronen, die Datateilchen haben alle verschiedene Eigenschaften. Es gibt keinen Satz wie, alles, was es in der Physik gibt, sind Elektronen. Ja? Aber es gibt Sätze wie, wenn etwas ein Proton ist, dann hat es die und die Masse und die Ladung und so weiter. Ne? Das sind die Allsätze, das sind Wenn-Dann-Sätze. Wenn ein Ding von der Klasse ist, hat es die Merkmale. Aber es gibt so gut wie keine interessanten Allsätze, die nicht Wenn-Dann-Form haben. So ist es in den anderen Disziplinen auch, in der Chemie. Es gibt verschiedene Arten von Atomen, aber wenn ein Atom so und so viel, die und die eigentlich so und so viele Protonen hat, etc., dann hat es die und die chemischen Eigenschaften. Und wenn es gibt verschiedene biologische Spezies, ja, es gibt die Spezies mit den und den Merkmalen, es gibt die Spezies mit den und den Merkmalen und alle Spezies, die und Merkmale haben, haben auch die und die Merkmale. Genauso ist das gesamte Wissen aufgebaut. Deswegen ist das so elementar hier. Ja? Die All-Implikationen und die Existenzkonjunktionen. Und wie Sie schon sagen, die All-Sätze sind logisch sehr stark, haben einen ganz starken Gehalt und Existenzsätze sind natürlich sehr schwach, ja? Haben einen schwachen Gehalt. Und die Klasse 3 und 4 der Aussagen sind einfach jetzt die Negationen. Klasse 3 sind die negierten Existenzsätze. Ja? Nicht, es gibt ein X, Fx und Gx. Das ist einfach die Negation von 2. Und das heißt natürlich, logisch gesehen, es ist nicht der Fall, dass es ein X gibt, sodass, aber dafür hat die natürliche Sprache einen eigenen Ausdruck, nämlich dass kein F, wir können das also auch so ausdrücken, für kein x gilt fx und gx. Ne? Fx und, schreibe ich einfach so hin. Das sind die Kein-Aussagen, die negierten Ein-Aussagen, ja? Nee. Bitte was? So meinen Sie? Oder wie? Ja, das ist nur eine Abkürzung für nicht ein. Nein. Und zwar, sowas ist ja üblich in der sogenannten Mathematik, in der informellen Logik. Sie schreiben zum Beispiel nicht für nicht, es gibt ein X, kein Element für nicht, Elementrelation und so weiter. Und irgendwer hat offenbar dann auch das Ding eingeführt, weil er sich bei Ihnen in dem Buch, was Sie halt gelesen haben, weil er sich gedacht hat, das können wir auch so machen. Ist übrigens sehr unüblich in der Logik, wenn das so schreibt. Aber kann schon sein, dass...
Und das sind Abkürzungen, ne? Das sind metasprachliche Konventionen. Die sind einfach, verstehen Sie, jetzt gucken Sie mich mal an, ganz kurz für Sie jetzt, speziell für Sie. Das eine ist die formale Sprache und das eine ist die informelle Sprache, wo man diese Abkürzungen verwendet. Und in einem fortgeschrittenen Stadium der Logik verwenden Sie so Dinge, um Zeit zu sparen. Aber wenn Sie ein logisches System konstruieren und Sie führen dann metalogische Beweise, dann ist es wichtig, dass Sie einen begrenzten Vorrat von Grundsymbolen haben. Ja? Deswegen habe ich jetzt gesagt, nein, wir machen jetzt nur die einfachen Basics. Ja? Aber später, wenn Sie dann für die richtigen Mathematiker, ist es natürlich egal, weil ein wirklich guter Mathematiker switcht zwischen den Konventionen einfach hin und her. Ne? Aber so weit sind wir nicht. Deswegen brauchen wir unser klares System, Grundsymbole, definierte Symbole. Und das ist ein definierter Ausdruck. Für uns Negation, es gibt einen. Ja? Okay. Das ist die dritte Form der wichtigen Aussagen. Es ist auch wichtig, dass wir einfach die Negation benutzen, damit Ihnen immer klar wird, ein Kein ist nichts anderes wie die Negation einer Existenzaussage. Und in der natürlichen Sprache sagt man dazu einfach kein Mensch. Also die Übersetzung mit unserer Legende wäre, kein Mensch ist sterblich. Kein Mensch ist sterblich und es wäre schön, wenn es so wäre. Ne? Oder auch grässlich, das hat sich noch niemand überlegt. Ne? Was machen die armen Kinder, wenn die Eltern nicht mehr sterblich sind und die Großeltern auch nicht? Und dann ja, gibt es bald eine Überbevölkerung und es gibt keine neuen Menschen mehr. Ja? Weil man liest ja öfters was über gewisse Wissenschaftler, die irgendwie meinen, sie arbeiten daran, den Menschen durch genetische Änderungen unsterblich zu machen. Ne? Abschweifung. Okay, das sind jedenfalls diese Sätze. Also kein F ist G. Kein F ist G. Da bin ich jetzt viel zu weit rausgekommen. Sterblich. Kein F ist G. Und jetzt die vierte Gruppe von Sätzen. Die vierte ist die Negation von 2. Von 1, ganz genau. Wer immer das jetzt war, super mitgedacht. Die Negation von 1, nicht für alle x, fx Pfeil gx. Das ist jetzt nicht das, was Sie gemeint haben. Sie haben gemeint für alle x, nicht fx Pfeil gx. Na, was Sie jetzt gemeint haben, das kommt erst später. Jetzt erstmal das. Die Negation von 1, nicht für alle x, fx Pfeil gx. Au! Heißt so viel wie nicht. Also einfach nicht für alle x gilt. Das war jetzt mir wehgetan. Nicht für alle x gilt. Ja. Und jetzt steht natürlich fx Pfeil gx. Ja. Beziehungsweise die Kurzform hier ist nicht, also das schreibe ich dann da drüben hin. Ja. Nicht für alle x gilt, nicht für alle x, da muss ich Platz lassen. Ja. Okay. Nicht für alle x gilt, fx Pfeil gx. Ne? Da kommt nämlich jeweils noch was hin. Und hier ist eben die Übersetzung dann nicht alle Menschen sind sterblich. Nicht alle Menschen sind sterblich, respektive nicht alle F sind G. Das ist die vierte Kategorie. Ja, so. Ja? Darauf komme ich noch. Also wenn nicht alle Fs G sind,
dann heißt das ja nur, also es stimmt ja nicht, alle Menschen sind sterblich, oder? Es stimmt, ne? Oder würden Sie sagen, es stimmt nicht? Das finde ich ist Quatsch, was Sie sagen. Es ist wahr, dass nicht alle Menschen sterblich sind, oder nicht? Wenn Sie jetzt behaupten, es ist falsch, dass nicht alle Menschen sterblich sind, dann sagen Sie ja, alle Menschen sind sterblich, oder? Ja, das wollen Sie doch nicht. Also, Verzeihung, ich meine, ich habe jetzt Blödsinn gesagt. Ja. Das war jetzt Blödsinn, entschuldige. Nehmen wir Folgendes. Nicht alle Menschen, das war jetzt Unsinn, ja, sind unsterblich. Das habe ich gemeint. Ja. Nicht alle Menschen sind unsterblich. Ja. Würden Sie es doch sagen, es ist wahr, oder? Oder? Es ist natürlich auch wahr, kein Mensch ist unsterblich. Das ist auch wahr. Ja, das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Das sagt nämlich, dass nicht alle, dass es was anderes ist als kein. Ja? Wenn ich sage, kein Mensch ist unsterblich, dann ist das eine wesentlich stärkere Aussage als nicht alle Menschen sind unsterblich. Ja? Ja? Okay. Das wird jetzt sowieso klar werden. Ja, jetzt lassen wir die Fragen. Ist eh alles nur Verwirrung, bevor ich hier nicht die Venn-Diagramme aufgezeichnet habe. Also, man kann die Bedeutung dieser quantifizierten Aussagen am besten klar machen, indem man sogenannte Venn-Diagramme verwendet. Und Venn war einer der frühesten Boolschen Mengentheoretiker. Der hat sowas wie die mengentheoretische Version der Aussagenlogik entwickelt. Ja, schon sehr früh. Und da stellen Sie sich am besten, da stellen Sie sich hierfür diese Prädikate als Kreise vor, als Mengenkreise. Und wenn jetzt zum Beispiel hier, wäre zum Beispiel hier F, das steht jetzt für die Menge aller Menschen, ja. Und hier sind wir jetzt bei der Aussage, alle F sind Gs, hier, ja, hier. Wenn also jetzt alle Fs Gs sind, dann wäre das mengentheoretisch wie wiederzugeben? Wie muss ich den Kreis zeichnen, den G-Kreis? Nein, es sind ja nicht alle sterblichen Wesen auch Menschen, sondern ich muss ihn als Überkreis zeichnen. Also das wäre zum Beispiel das Venn-Diagramm von alle Menschen sind sterblich, ja. Alle Fs sind G. Alle F sind G. Nicht unbedingt alle G sind F, aber alle F sind G. Ja? Okay. Und wie schaut das zugehörige Venn-Diagramm aus von einigen Menschen sind sterblich? Ja? Genau. Das schaut so aus. Sterblich. Das schaut dann so aus. F und G überlappt sich. F. F steht hier. Ups. Und G steht hier. Und das bedeutet, also diese Konvention bedeutet, das muss nicht leer sein. Wenn das straffiert ist, dann heißt das, wenn es nicht straffiert ist, heißt es, kann nicht leer sein, kann aber auch leer sein. Und wenn das straffiert ist, heißt es, muss nicht leer sein. Also das heißt, einige Menschen sind sterblich, ja. Kein Mensch ist sterblich, was heißt jetzt das? Mengen, als Mengendiagramm aufgezeichnet? Ich würde sagen, dass die sich überhaupt nicht berühren. Genau, man sagt auch, die sind disjunkt.
Ja? Die sind disjunkt, daraus geht dann hervor, dass sie keinen gemeinsamen Schnitt haben, also kein Mensch ist sterblich. Also die Menge der Menschen und die Menge der sterblichen Wesen haben überhaupt keine Schnittmenge. Kein Mensch ist gleichzeitig, kein Mensch ist sterblich. Was immer auch, steht halt sterblich. Ja. In dem Fall intuitiver wäre es zu sagen, kein Mensch ist unsterblich. Ja. Und wir lassen das G jetzt für unsterblich stehen, aber jetzt haben wir haben halt diese Buchstaben gewählt, damit das für die Allimplikation Sinn macht. Ne. Kein Mensch ist sterblich. Ja. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, nicht alle Menschen sind sterblich. Ja. Was das jetzt bedeutet, im Unterschied zu kein Mensch ist sterblich, das, was ich vorhin da aufgeschrieben habe, aber durch die Venn-Diagramme wird sowieso klarer. Ja? Ja, genau, wir müssen jetzt wieder mehr oder weniger dieses Diagramm aufzeichnen. Aber jetzt müssen wir reinschreiben, nicht alle Fs sind Gs. Ja? Hier ist das F, schreibe ich es nochmal. Ja? Hier ist das F, hier ist das G, hier ist mein F, hier ist mein G. Und jetzt sage ich, nicht alle Fs sind Gs. Das heißt, jetzt muss ich das hier straffieren. Es gibt also Fs, die non-Gs sind. Nicht alle Fs sind Gs heißt so viel wie, es gibt Fs, die non-Gs sind. Ja? Dass es so Äquivalenzen zwischen Allersagen und negierten Existenzaussagen, negierte Allersagen und Existenzaussagen gibt, darauf komme ich gleich. Ja? Das werde ich gleich erklären, aber das sehen wir jetzt schon. Ne? Also ich glaube, durch diese Venn-Diagramme wird es nochmal am klarsten, was jeweils diese Aussagen besagen. Frage? Irgendwas unlesbar? Folgender Punkt kommt jetzt. Diese vier Grundaussagen sind auch die Grundaussagen eines ganz altehrwürdigen und des ersten Systems der Logik, also jedenfalls des ersten sehr bekannten Systems der Logik, bestimmt gab es in Indien früher schon, in der indischen Philosophie des Früheres, nämlich die aristotelische Syllogistik. Die Syllogistik von Aristoteles. Oh, das geht da nicht hin. Die Syllogistik des Aristoteles. So, und in der Syllogistik des Aristoteles, die also von Aristoteles entwickelt wurde, da gibt es dann eigene Notationen dafür. SAP, SIP, SEP und SOP. Wobei hier dann in der Syllogistik S ist der Subjektbegriff, der steht für unser F hier, ja, und P ist der Prädikatbegriff. Also so nennt Aristoteles diese vier grundlegenden Aussagen.
Und in mehr historisch orientierten Philosophie-Logik-Lehrbüchern folgt an dieser Stelle ein ausführliches Kapitel über die aristotelische Syllogistik. Das werde ich hier überspringen. Ja. Die aristotelische Syllogistik unterscheidet sich von der modernen Prädikatenlogik in zwei Hauptweisen. Erstens, die aristotelische Syllogistik ist viel eingeschränkter und nur ein winziges Fragment der modernen Prädikatenlogik. In der aristotelischen Syllogistik gibt es nur diese vier Satzarten, während man in der Aussagenlogik natürlich, in der Prädikatenlogik natürlich alles Mögliche machen kann. Es gibt aussagenlogische Verknüpfungen von Allsätzen, es gibt verschachtelte Quantoren, für alle x gibt es ein y, es gibt mehrstellige Relationen, nicht nur einstellige Prädikate und so weiter. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass die aristotelische Syllogistik eine Voraussetzung macht, die die moderne Prädikatenlogik nicht macht. Ja? Diese Voraussetzung ist folgende. Und wenn man also die aristotelische Syllogistik wirklich im Rahmen der modernen Logik macht, dann braucht man die doppelte Zeit wie in Philosophie-Lehrbüchern, weil man auch nochmal erklären muss, warum man das alles in der modernen Logik nicht macht, was man in der Syllogistik macht. Deswegen überspringe ich es lieber und sage nur ganz kurz das Wesentliche. Die Voraussetzung der aristotelischen Syllogistik ist folgende. Alle Prädikate sind nicht leer. Prädikate, also eigentlich müsste ich jetzt sagen, die Prädikatextensionen, sind immer nicht leer. Nicht leer, also die Bezeichnung, es gibt immer Individuen, die diese Prädikate erfüllen. Daher gilt bei Aristoteles, wenn alle F, G sind, dann gibt es auch ein F, das G ist. Dann gibt es auch F, das G ist. Das also logisch gesehen, der entsprechende Allsatz, also 1 impliziert 2, gilt bei Aristoteles. Ne? Also mehr oder weniger 1 impliziert 2. Das nimmt er immer an. Das nimmt er an. Das ist jetzt genau der Punkt mit der Leerheit. Ja? Weil das hat mit der Frage von da drüben jetzt zu tun auch. Also wir nehmen jetzt gar nicht einmal unbedingt an, wenn wir sagen, alle Fs sind Gs, dass es Fs gibt. Aristoteles wird das immer annehmen. Aber in der modernen Prädikatenlogik diese Annahme ist in der modernen Prädikatenlogik falsch. Also die wird einfach nicht gemacht. Wenn man, die Annahme ist falsch und daher ist es in der Prädikatenlogik nicht der Fall, dass der Satz der Form 1 logisch den Satz der Form 2 impliziert. Das ist der Unterschied. Und das kann man kurz diskutieren, was es damit auf sich hat. Ja? Natürlich, wenn ich sage, alle Menschen sind sterblich, würden Sie jetzt sagen wahrscheinlich, dann meine ich damit doch auch mit, dass es wenigstens einige Menschen gibt, oder? Ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, alle Götter sind unsterblich, ja, dann, das möchte ich doch auch sagen können, ohne damit mitsagen zu müssen, dass es Götter gibt. Ja, man verallgemeinert einfach die Sprechweise, indem man das zulässt, dass man auch über hypothetische Objekte spricht, von denen die es nicht unbedingt geben muss. Ja? Man kann ja auch sagen, alle Einhörner haben Hörner. Ja? Ja? Kann man ja auch sagen. Das ist ein wahrer Satz, oder? Ich meine,
Also jedenfalls, das ist der Grund, warum man sozusagen auch sagen würde, wenn also alle Einhörner ja, Hörner haben, F steht für Einhorn, G steht für hat ein Horn, dann hat es immer noch dieses Venn-Diagramm, obwohl da gar nichts drinnen ist, sondern nur da. Ja. Aber der Satz, alle F sind Gs, ist deswegen immer noch wahr. Wenn der Aristoteles sagen würde, hoppla, nein, eigentlich würde Aristoteles wahrscheinlich sagen, an diese Spitzfindigkeit habe ich nicht gedacht, weil ich kenne keine Stelle in seinem Werk, wo er überhaupt darauf eingeht. Der wird sagen, das ist eine Spitzfindigkeit. Es ist auch eine Spitzfindigkeit. Aber auf jeden Fall werden wir diese Voraussetzung hier nicht machen. Ja? Das ist nur so viel zur Erklärung. Es gibt dann auch dieses berühmte logische Quadrat, aber in der modernen Logik gilt eben nur, dass 1 das Gegenteil von 3 ist, das geht ja auch schon aus dem hervor, und 2 ist das Gegenteil von 4. Aber das 1, 2 impliziert diese Beziehung der Ordination und der Subordination, wie es dann in der Syllogistik heißt. Das folgt nur, wenn man annimmt, dass die Prädikate nicht leer sind. Dann gilt es natürlich, wenn es immer ein F gibt und wenn alle Fs G sind und wenn es ein F gibt, dann gibt es auch ein F, was ein G ist. Und das werden wir auch beweisen. Ja? Aber so viel zum Unterschied. Okay. Und damit komme ich abschließend zu den wichtigsten logischen Beziehungen oder die einfachsten logischen Beziehungen. Einfachsten logischen Schlüsse. Abschließend noch die einfachsten logischen Schlüsse mit diesen vier Sätzen, Satzformen, quantifizierten Sätzen. Wie gesagt, ich erkläre Ihnen jetzt alles einführend, gebe Ihnen so einen Überblick. Das ist jetzt noch nicht die deduktive Methode, das ist nur ein Einblick. Erstens, der Allsatz ist der stärkste Allsatz, aus dem folgt immer der Singulärsatz und aus dem folgt, das drücke ich jetzt abkürzend so aus, der Existenzsatz. Also für alle xfx folgt für ein bestimmtes Individuum A, ja, A ist immer für ein bestimmtes Individuum, folgt für jedes bestimmte Individuum, dass es auch ein F ist, ja, wenn alle Menschen, wenn alles unvollkommen ist, ja, jedes Wesen unvollkommen ist, ja, dann bin auch ich unvollkommen. Und wenn ich unvollkommen bin, dann gibt es jedenfalls zumindest ein Wesen in diesem Raum, was unvollkommen ist, nämlich ich, nämlich mich. Also Sie sehen daran schon, Allsätze sind die stärksten Sätze, wie Sie da oben schon gesagt haben, sie machen ganz starke Aussagen. Singulärsätze sind in der Mitte, wir sprechen über bestimmte Einzeldinge, und Existenzsätze sind ganz unbestimmt. Sie sagen, irgendwo, ja, in Australien gibt es einen schwarzen Raben. Ja, nicht in Australien, Blödsinn, das war jetzt wieder so ein Blödsinn. Ich meine natürlich, irgendwo auf der Welt gibt es einen weißen Raben. Im Himalaya. Irgendeine neue Spezies namens Gletscherrabe, sagen wir mal so. Klar, die Gletscherraben, die besten Freunde vom Yeti. Kennen Sie es? Okay. Zweitens. Aus einer Allimplikation, ja, folgt mit der Instanzierung des Wenn-Gliedes die Instanzierung des Dann-Gliedes. Man nennt es auch das Erklärungsschema. Das Erklärungsschema. Und das ist in der Wissenschaft ein sehr wichtiger Schluss. Ne? Alle Raben sind schwarz, dies ist ein Rabe, daher ist dieses Individuum auch schwarz. Ne? Das ist also das übliche Schema, ja? Für alle x, fx, Pfeil, gx, fa, daher ga. Das ist auch so ein ganz wichtiger Schlussform. Ne? Und das sind alles typische prädikatenlogische Schlüsse, ja? Die können wir aussagenlogisch nicht mehr beweisen. Natürlich sind alle aussagenlogisch gültigen Schlüsse auch in der Prädikatenlogik gültig. Ja? Das werden wir gleich einmal sehen in den nächsten Stunden, aber das sind spezifisch neue prädikatenlogische Schlüsse. Das, ja, das gilt natürlich. Ja, und Sie können sich eventuell sogar schon vorstellen, wie Sie das hier beweisen.
weil aus für alle x fx Pfeil gx folgt gemäß dem Schluss fa Pfeil ga und mit fa folgt er mit Modus ponens ga. Ja? Schon eine kleine Einführung. Okay. Drittens. Die dritte Schlussart ist das Falsifikationsschema. Es hat zwei Varianten. 3-1. Aus FA und nicht GA folgt die Negation des Allsatzes für alle x fx Pfeil gx. Ja, das ist die erste Variante. Also beispielsweise, wenn es einen Vogel gibt, wenn es einen Raben gibt, F jetzt für Rabe, der nicht schwarz ist, dann folgt daraus, es ist nicht der Fall, dass alle Raben schwarz sind. Das ist einfach die Falsifikation. Aus einem einzigen Gegenbeispiel, aus einem bestimmten Gegenbeispiel, für diesen Raben folgt die Negation des Allsatzes. Aber es gilt auch folgende Version, auch aus dem Existenzsatz der Form, es gibt ein x, fx und nicht gx, daraus folgt auch bereits die Negation des Allsatzes, fx Pfeil gx. Ja? Also, wenn mir irgendjemand berichtet, in Australien gibt es nicht schwarze Raben, dann folgt daraus, der Allsatz, alle Raben sind schwarz, ist falsch. Ja? Das ist also dieses Schema. Und schließlich die vierte wichtige Schlussart, das ist in dem Fall eine Äquivalenz. Ja. Und die sagt, viertens, das ist eine logische Wahrheit, sagt Ihnen, ich glaube, das habe ich hier, wie schon, wie ich es gibt, so habe ich es, okay. Also der Allsatz für alle x, fx, Pfeil, gx ist nämlich äquivalent mit, also dieser Allsatz ist äquivalent mit einer Nicht-Es-gibt-Aussage, also mit einer Kein-Aussage, also nämlich es gibt kein x, das ein Gegenbeispiel zum Allsatz ist. Ja? Es gibt kein x, das f und nicht g ist. Das ist also noch stärker, ein Allsatz ist äquivalent mit einer Nicht-Es-gibt-Aussage. Und damit können sich schon ganz viel, logische Intuitionen, die Sie haben, können sich mit dem Prinzip ganz gut erklären. Das kann man auch nennen, dieses Schema kann man auch nennen, das Popper-Schema. Weil, das Popper-Schema. Also, ein Allsatz ist äquivalent mit einer Nicht-Es-gibt-Aussage. Darauf hat Popper hingewiesen, als er gesagt hat, Naturgesetze, also strenge Allsätze, schließen gewisse Möglichkeiten aus. Die verbieten gewisse Möglichkeiten. Die sagen, gewisse Dinge gibt es nicht. Ja? Wenn zum Beispiel alles, was Materie hat, auch träge ist, dann gibt es so keinen materiellen Gegenstand, der keine Trägheit besitzt, für den man also gar keine Kraft brauchen würde, um ihn zu beschleunigen. Ja? Das gibt es einfach nicht. Das ist das Popper-Schema. Ja, das sind die wichtigsten logischen Beziehungen zwischen diesen elementaren Sätzen. Und damit sind wir eigentlich für heute am Ende.